Ich grüße euch Leute, neue Ausgabe NBA 2K18 hier auf meinem Kanal. Hab einen kleinen Gast, meine Katze hat mal kurz vorbeigeguckt. Heute zwei Sachen möchte ich mit euch besprechen in dem heutigen Video. Und zwar, zum einen brauche ich für die Verbesserung meines Lineups einen guten Center-Spieler. Da werden wir drauf zu sprechen kommen. Und dann möchte ich so eine kleine Art Tutorial-Information ein bisschen machen, was die mein Team-Ziele so angeht. Weil dort war nämlich ein Punkt gewesen, mit dem ich auch nichts weiter anfangen konnte und im Internet nach Infos gesucht habe, nichts weiter gefunden habe und mir gesagt habe, will ich euch diese Info wenigstens auch geben, die ich dort halt gekriegt habe. Als allererstes gehen wir hier mal auf meine Aufstellung und Center ist so ein bisschen mein Problem. Ihr seht, ich habe hier Shaquille O'Neal, der quasi für diese Legend Edition war der als Code mit drinne gewesen, zusammen mit Kyrie Irving. Mit ihm spiele ich immer noch, ist ein guter Center auf jeden Fall, aber dann für die Bank habe ich so ein kleines Center-Problem. Ihr seht mein Lineup, ich bin damit mehr als zufrieden, alles gut, das sind alles nur kleine Verschönerungen, aber man will sich ja nun mal immer verbessern. Zurzeit als weiteren Center habe ich Tyson Chandler drin, der sich wirklich als richtig guter Center-Spieler herausgestellt hat in dem dynamischen Duo mit J.R. Smith. J.R. Smith, Dreiermaschine durch und durch, Silberspieler eigentlich mit einer 72er Wertung, wird durch das dynamische Duo auf 79 hochgepusht und Tyson Chandler hat, glaube ich, eigentlich 82 oder 83, weiß ich jetzt nicht, Smaragd-Spieler dadurch und wird durch das dynamische Duo ein Sapphire-Spieler. Sehr gutes dynamisches Duo, aber die beiden müssen halt auch zusammen auf dem Platz stehen. Und ich habe hier, wie ihr seht, als Shooting Guard Monta Ellis hier mit drinne, also auf meiner Bank und hätte daher gerne einen Center-Spieler, der ja nicht unbedingt durch ein dynamisches Duo nur so gut ist. Jetzt habe ich mir gedacht, gut, alles klar, guckst du mal bei den Spielerbelohnungen, Nebenbelohnungen jetzt hier, ihr wisst, was ich meine, und habe gesehen, es gibt zwei Center-Spieler zur Auswahl. Und zwar einmal hier bei den Pacers Roy Hibbert und dann bei den Denver Nuggets gibt es Dikembe Mutombo. Beides richtig gute Center-Spieler, hat mich dann im Internet jetzt ein bisschen kundig gemacht, auf welchen Center meine Wahl so fällt. Ihr habt es ja, denke ich mal, schon gesehen gehabt an der Art, wie viele Karten ich hier schon habe. Meine Wahl ist auf die Pacers getroffen und somit auf Roy Hibbert. Was mich dazu geführt hat, ihn zu wählen, ist, dass er ganz einfach sehr gute Punkte in dem Bereich Würfe Midrange hat. Der Typ kann quasi auch mal ein paar Würfe im mittleren Bereich halt nehmen, hat dort eine 80er Wertung, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist als Center-Spieler natürlich genial. Und dann kommt noch dazu, dass dieser Typ einfach riesig groß ist. Mutombo ist so von der Spielart her so ähnlich wie Shaq. Und ich habe mir einfach gedacht, komm, willst du was anderes haben und willst auch einen Center haben, der werfen kann. Habe mich dann für Roy Hibbert entschieden. Hätte mir natürlich auch Sapphire-mäßig einen Cousins holen können oder was weiß ich nicht alles. Aber ich wollte einen Ruby-Player haben, einen neuen, und deshalb Roy Hibbert. Die letzte Karte, die mir hier fehlt, ist Big L, Al Jefferson. Und ohne Scheiß, Leute, es ist eine Karte, die richtig teuer ist. Und ich bin gerade froh, dass hier jetzt durch Zufall ein Angebot ist für 6.100, was wirklich ein gutes Angebot zurzeit ist. Werde ich mir auch holen. Ich habe nämlich in letzter Zeit die Preise für Al Jefferson mir so ein bisschen angeguckt und habe halt gesehen, und das ist immer so zwischen 7.000, 8.000 war zumindest zu dem Zeitpunkt jetzt, wo ich das Video aufnehme. Ihr wisst das, Leute, dass sich die Preise immer wieder ein bisschen ändern, aber das hat sich bei Al Jefferson halt so rausgestellt, dass das so der Preis für ihn ist. So, den fügen wir natürlich mal unserer Sammlung hinzu, Leute. Und richtig nice, richtig nice. Dadurch haben wir diese Sammlung jetzt vollständig und klicken natürlich auf. Ach, steht da jetzt, Pacers gesperrt. Sehr gut, haben dadurch uns jetzt die Belohnung geholt, Roy Hibbert, und den möchten wir uns natürlich auch holen. Ich habe hier noch ein paar andere Packs, die werden wir jetzt auch gleich mal öffnen. Machen wir Roy Hibbert einfach mal zum Schluss, so ein bisschen als Highlight, und gucken mal. Ich habe hier noch ein bisschen Domination gespielt, hier historische Domination wird wirklich immer schwerer, gerade mit den MTs. Und mein Problem ist, ich habe in letzter Zeit sehr viel online gespielt und da ist die Spielweise halt einfach mal ein bisschen anders, wie man jetzt in der Domination spielt. Und da ist es für mich gerade wirklich schwer, bei der Domination wieder reinzukommen von der Spielweise her. Aber Leute, man muss das Spiel auch nicht gleich durchspielen, ist alles kein Stress. Wir haben ja Zeit, würde ich mal sagen. So, guck mal erstmal, was wir hier kriegen. Können ja natürlich auch Smaragd-Spieler bei rumkommen bei der historischen Domination. Das Glück hat man jetzt leider nicht. Aber es gibt wesentlich schöne Verträge und das ist auch schön. Wir kriegen hier Trevor Booker. Darüber freue ich mich allerdings. Das ist wirklich cool. So, was haben wir denn noch?
Ach hier, das ist hier von Spielplan Herausforderungen noch ein Paket. Da werden wir natürlich auch mal gucken. Verbrauchsgegenstände, 5 Stück, was da für uns drin ist. Ich denke mal, Verträge, Schuhe, irgendwie sowas in der Art wird hier drin sein. Oh, wir sehen schön viel Verträge, ein paar Schuhe und nochmal eine Verletzungskarte. Auch nicht schlecht. Was hat er denn? Zu beiden Auktionen senden erstmal. Die werde ich auf jeden Fall nicht verkaufen, sondern dann noch nachher verteilen. Dann hier wegen der Legend Edition gibt es ja einmal die Woche für mich so ein League Pack. Da werden wir mal gucken, ob wir vielleicht einen Sapphire-Spieler hier rauskriegen. Man weiß es ja nie, Leute. Oh, kommt hier jetzt tatsächlich ein Smaragd-Spieler um die Ecke aus diesem wöchentlichen League Pack. Das wäre natürlich mal richtig nice, Leute. Oh, es kommt echt mal ein Smaragd-Spieler bei rum. Darüber freue ich mich. Wer wird's, Leute? Wer wird's? Jimmy Butler, richtig geil. Hab ich noch nicht. Auf Smaragd, super. Das ist natürlich klasse. Das ist natürlich klasse. Jimmy Butler, richtig geil. Darüber freue ich mich. Das ist eine richtig schöne Karte. So, was haben wir hier noch? Ja, Spielplan-Herausforderung, Bronze-Spieler-Pack, auch nicht so blöd, wie man sich's vielleicht denkt, Leute. Da können Spieler drin sein, die euch im Auktionshaus richtig viel Asche bringen. Also, seid da jetzt nicht traurig, wenn ihr sagt, Bronze-Spieler. Leute, die können richtig viel Geld im Auktionshaus bringen. Oh, es gibt sogar noch 5 Verträge hier, sehr schön. Und wir kriegen von den Kings, kriegen wir Justin Jacksons, sehr schön. Hab ich den guten denn schon? Nein, habe ich noch nicht. Das ist sehr, sehr gut. Und wir holen uns natürlich unseren guten Roy Hibbert ab. Der nächste Ruby-Player in unseren Reihen, freue ich mich richtig drüber. Vor allem, weil es ein Center-Spieler ist. Und wir werden uns die Karte auch gleich nochmal etwas genauer angucken, Leute. Zumindest, dass ihr auch ein bisschen wisst, was für Werte euch bei diesem Spieler erwarten können. So, jetzt müssen wir hier mal gucken, eigentlich ist das doch bei Sammlung. Da müssen wir halt so gucken und gucken uns die Karte mal ein bisschen genauer an. Roy Hibbert, ihr seht, 88er Wertung, 2,19 Meter groß. Das ist wirklich ein Vieh, Leute. Defense-Maschine, wie man sieht, 86er Werte. Offensiv 82, gibt es auf jeden Fall Besseres, aber darum geht's nicht. Korbleger 94, wirklich nicht schlecht. Hakenwurf im Post 93, Postkontrolle 85, Foulziehen 88, auch sehr gut. Nahwurf 93, das ist gut. Und darum ging es mir hier, Leute. Freier Wurf Mitteldistanz 81, echt ein super Wert für ein Center. Bedrängter Wurf 68 ist natürlich nicht so gut, aber freier Wurf 81 hat dazu geführt, dass ich mir sage, den will ich haben. Freier Wurf 3er, darüber braucht man nicht reden. Freiwurf 79er Wertung ist für den Center auch wirklich gut. Braucht man nicht drüber meckern. Ausblocken hat er 88 und jetzt kommen wir ein bisschen zu dem Problem. Offensiv, defensiv, Rebound hat er eine 88er Wertung. Das ist für den Center wirklich als Ruby-Player jetzt nicht unbedingt gut. 88er Wertung, aber dann kriegt er halt ein paar Schuhe angezogen, dann knackt er auch die 90. Schuhe sind genug da, bei mir zumindestens. Und hier kommt's, Leute. Blocken und Wurferschwerung hat der Typ einfach mal 90. Und das ist richtig gut. Also das hilft euch gerade in der Zone richtig weiter. Help Defense IQ hat da noch 93, richtig gut. Dank aus dem Stand 90, also kann unterm Korb auch einfach mal hochziehen. Dank aus der Bewegung Kontaktdank nicht so gut. Da ist er halt einfach ein bisschen zu schwer. Tempo braucht man nicht drüber reden, ist eine kleine Schnecke. Das muss man einfach mal sagen. Ausdauer hat er aber 90, also der kann schon eine ganze Weile in dem Spiel mit dabei sein. Hände 85 ist noch ziemlich wichtig. Wurf IQ 92, auch richtig gut. Offensive konstant 80, jetzt nicht so gut, aber vollkommen okay. Aber worum es mir halt geht, guckt euch das an. Blocken 90 ist wichtig. Rebounds 88, klar, gibt's Besseres, aber hier freier Wurf Mitteldistanz 81 hat für mich dazu geführt, dass ich Roy Hibbert haben wollte. Wir gehen noch mal ganz kurz auf mein Team und setzen hier mal Roy Hibbert ein. Wo ihr seht, jetzt mit meinem Popovic Systembeherrschung hat er mal 99, bringt er damit. Und dann kann ich hier... Wen mache ich hier rein? Dann sind hier natürlich nur diese... Aber ich sage mal, wen hau ich rein? Wir hauen einfach mal Kyrie Irving hier mit rein. Ich werde dann hier wegen den dreien nochmal gucken, wie ich das jetzt am besten hier mache bei mir. Aber
Auf jeden Fall, Roy Hibbert jetzt bei mir im Lineup drin, bin ich richtig froh drüber und bin gespannt, wie die ersten Spiele so mit ihm verlaufen werden, Leute. So, warum wird bei Auktionshaus noch was angezeigt? Sehr verwirrend. Nein, ist nichts. Ist wahrscheinlich ein Fehler. So, und jetzt wollten wir mal noch über die Mein-Team-Ziele reden. Ihr werdet gleich sehen, dass bei mir der Kasus Knactus immer nur bei einer Sache liegt, aber darüber reden wir gleich. Warm-Up-Ziele, denke ich mal, sollte jeder ja schnellstmöglich hinkriegen. Dasselbe mit den Bronze-Zielen. Ihr müsst halt wirklich mal Supermax online spielen und Pack-and-Playoffs auch mal spielen und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Was haben wir hier? Das Auktionshaus, um das freizuschalten, müsst ihr halt die Silberziele machen. Das sollte euch bewusst sein, damit ihr dort auch Spieler verkaufen und kaufen könnt. Aber auch das sollte kein Problem sein. Und hier geht's bei mir schon los. Ich hätte auf Stucevic hätte ich richtig, richtig Bock auf diese Karte. Aber mein Problem ist echt diese Spielplan-Herausforderung. Ich gebe es ehrlich zu, ich finde die Bock schwer. Das ist ja, du hast pro Team 30 Aufgaben und ich glaube bereits ab der Aufgabe 8 oder 9 ist Schwierigkeit All-Star. Und das macht die Sache wirklich nicht unbedingt einfach, zumal man als Gegner dort Diamantspieler und was weiß ich nicht alles schon halt. Aber ich bin an der Sache dran und hoffe natürlich, dass ich das dann mal schaffe. Und das ist wirklich so das Problem. Was bei Goldzehen auch noch so eine Sache ist, dass ihr quasi ein Spiel mit einer Systembeherrschung von 85 abschließen müsst. Das heißt nichts anderes, ihr guckt mal, ihr setzt mal verschiedene Trainer ein und vielleicht löst sich das Problem dadurch schon von alleine, dass eure Systembeherrschung dann besser wird. Ich werde das hier auch mal ganz kurz zeigen. Ihr geht auf Franchise und wechselt dann hier mal euren Trainer aus. Und dann werdet ihr einfach sehen, was das für Auswirkungen hat. Ich hatte vorher eine Systembeherrschung von 94 gehabt. Wir gucken jetzt mal, ich haue jetzt hier mal Dwayne Casey rein und wir gucken mal, was das für eine Auswirkung hat. Ihr seht es jetzt, habe ich eine Systembeherrschung von 80, Leute. Und wenn ich jetzt wieder zu meinem anderen Trainer gehe, den ich ja wirklich in den Pack gezogen habe, richtig geil, konnte ich mir Popovic angeln. Richtig nice. Hau den hier rein und habe dadurch dann eine Systembeherrschung von 94. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass Popovic ein Diamantner Trainer ist. Man kann auch eine hohe Systembeherrschung mit Smaragd- oder Goldtrainern erreichen. Probiert es einfach durch. Und ich denke, dann werdet ihr auch die Lösung des Problems finden. Dann könnt ihr auch natürlich noch die Spieler wechseln. Das ist dann die Zahl, Leute. Ihr seht hier unter den Spielern ist immer so ein Kreis, wo jetzt hier 99, 82, 89 steht. Das ist die Systembeherrschung, die der Spieler halt bezüglich auf den Trainer hat. Und deshalb müsst ihr euer Lineup anpassen. Ihr seht natürlich hier, die Jungs hier, die kommen mit meinem Trainer überhaupt nicht klar. Roy Hibbert wäre natürlich komplett auf seiner Seite. Von der Art und Weise, wie Popovic halt spielt, trainiert, je nachdem, wie ihr das seht, damit ist die Systembeherrschung gemeint, Leute. So, gehen wir mal weiter auf die Ziele. Wo waren wir gewesen? Hier mit der Systembeherrschung. Genau. Bei Supermax ein Spiel gewinnen, quasi online, müsst ihr dort mal ein Spiel machen und dann schafft ihr das schon. Smaragd-Ziele. Gibt's fucking Sapphire J.R. Smith. Auf die Karte bin ich auch sowas von heiß. J.R. Smith ist ja zurzeit noch Silberspieler. Habt ihr vorhin gesehen. Dynamisches Duo mit Tyson Chandler. Richtig gute Karte. Dreiermaschine, Dunkingmaschine, offensmäßig ein Traum. Diese Karte möchte ich auch unbedingt haben, aber ihr seht schon, mir fehlt Spielplanmodus. 5 Spielpläne, 5 Teams sollte fertig machen. Richtig hart. Pro Team 30 Herausforderungen. Das heißt, ihr müsst hier 5x30, ihr müsst dort einfach mal 150 Herausforderungen machen. Richtig krass, also wenn man das geschafft hat, das ist wirklich eine Hausnummer, Leute. Was haben wir hier noch drin? Verdiene in der Domination 33 Sterne, quasi 11 Spiele machen und sich 3 Sterne holen, sollte zu schaffen sein, dann habt ihr das auch. Eine Momente Herausforderung, die sind ja jetzt im Spiel mit implementiert. Jetzt sind ja auch wieder 2 drin, habe ich auch noch nicht gespielt, die aktuellen 2. Aber damit ihr da wisst, was gemeint ist. Herausforderungstoken ist quasi die wöchentlichen Herausforderungen machen, dort die 5 Stück machen, ihr kriegt dann ein Herausforderungstoken. Das ist mit dieser Aufgabe gemeint. Dann als nächstes, das habe ich jetzt auch kürzlich erst gemacht, erreiche in Pack and Playoffs die Semifinals. Ich muss dazu sagen, Pack and Playoffs habe ich jetzt erst angefangen zu spielen, nachdem ich meinen Router ein bisschen anders eingestellt habe. Klappt das jetzt auch mit Online-Spielen bei mir und das macht mir zurzeit richtig viel Spaß, um ehrlich zu sein.
Und da müsst ihr quasi die Semifinals erreichen. Auch das werde ich euch mal gerade ganz kurz zeigen. Ich spiele nämlich gerade Pack and Playoffs, bin jetzt bei Conference Finals angelangt. Und wenn ihr dort mal rechts dort so im Bildschirm unten guckt, dann seht ihr, unten ist der Trostpreis für die Semi, also für die Halbfinale, darunter für die Conference Finals, darüber die NBA Finals und dann die höchste Belohnung ist, wenn ihr die NBA Finale gewinnt. Und ich glaube, wenn man dann eh mal durch ist, dann kommt man auch ins nächste Pickboard rein. So seht ihr, so weit bin ich ja auch noch nicht, weil ich mit dem Modus jetzt erst angefangen habe. Und wenn wir schon mal hier sind, es wird dann später noch eine Herausforderung kommen, wo drin steht, dass man eine Runde per Sweep gewinnen soll. Mit diesem Sweep, das war diese Info, die ich nämlich für mich gesucht habe, ist gemeint, dass ihr eine Runde gewinnen müsst und dort 4 Siege hintereinander macht. Also quasi in einer Runde keine Niederlagen macht und somit dann in die nächste reinkommt. Ist nicht so einfach, ist aber zu schaffen. Ich kann es euch auch nämlich dann gleich zeigen, weil ich habe es tatsächlich geschafft, aber mehr durch Zufall. Hab einfach Schwein gehabt, muss man einfach mal so sagen. So, hier sind wir jetzt bei den Sapphire 10. Hier gibt es einfach mal Iguodala. Richtig geil, ist natürlich auch ein richtig guter Shooting Guard. Den möchte ich mir auch nicht durch die Lappen gehen lassen. Und jetzt seht ihr schon, was dort auch dann mal wichtig wird. Und zwar erhalte 5 Spielerbelohnungen in den NBA 18 Nebensammlungen. Das ist das, was wir gerade vorhin gemacht haben, wo wir uns Roy Hibbert geholt haben. Das ist eine NBA 18 Nebensammlungsbelohnung. Und davon macht ihr 5 Stück, also ihr macht quasi 5 Teams voll oder irgendwelche anderen Geschichten dort, hier, was wir sehen, Throwback-Team dort, macht da was, was natürlich hier pinke-pinke richtig teuer ist. Aber das ist damit gemeint. Das sind die Nebensammlungsbelohnungen und schaffe 5 Stück, dann habt ihr das hier erledigt. Ihr seht, ich habe das auch schon geschafft. Ja, wenn ihr Domination spielt, macht ihr eigentlich gut MT und dann sollte das laufen. Dann haben wir dort noch, was steht da oben, verdienen die in meinen Team Supermax einen Rundenpreis der Stufe Smaragd oder höher. Bedeutet quasi, ihr müsst eine Runde bei Supermax abschließen und dort auf Grün Smaragd quasi enden. Supermax ist dieser nette Modus hier. Jetzt ist zurzeit keine Season, beginnt erst wieder in 3 Tagen. Ihr seht, Runde 1 ist vorbei. Warum das gerade rot ist bei mir, weiß ich nicht. Da habe ich quasi auf Stufe Blau Sapphire abgeschlossen und habe dadurch ja diese Belohnung auch mit dazu bekommen, Leute. So, was haben wir dann hier? Ja, dann kommt als nächstes erreiche in Pack and Playoffs die Finals. Da bin ich quasi jetzt dran. Ist quasi die Runde, in der ich jetzt gerade bei den Pack and Playoffs bin. Diese Runde abschließen, weiterkommen und dass ich dort die Aufgabe dann auch fertig habe. Dann sammle einen Spieler der Signature-Serie. Signature-Serie ist noch nicht rausgekommen. Das sind dann spezielle Karten, die man sich wieder kaufen muss oder die man sich, denke ich, dann auch mal im Auktionshaus holen kann. Quasi dort eine Karte dann irgendwann mal besorgen, dann ist die Aufgabe fertig. Und dann richtig mies, schließe im Spielplanmodus 10 Spielpläne ab. Richtig böse Aufgabe, habe ich selber keinen Bock drauf. Aber ich sitze da jetzt auch langsam dran. Das Problem ist nur, man muss halt mit guten Karten dort antreten. Ich habe auch schon viele Aufgaben wirklich geschafft mit Smaragd-Spielern und so. Aber da gehen natürlich die Verträge immer weg. Und das ist halt das Nervige, dass man wirklich für Aufgaben hat, wo es bloß um ein Viertel oder um eine Halbzeit geht, halt komplett Verträge für ein Team weggehen. Das ist ärgerlich und deshalb ist es gut, ein großes Line-Up zu haben, dass man vielleicht auch mit Silberspielern dort was reißen kann. Müsst ihr einfach probieren. Rubinziele und diese Karte, auf die bin ich sowas von scharf. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jermaine O'Neal möchte ich unbedingt haben. Und es sieht auch noch gut aus bis jetzt. Domination 99 Sterne machen. Das ist quasi zum Beispiel, wenn ihr die normale Domination komplett durchspielt, habt ihr das geschafft. Das sind 33 Spiele, A3 Sterne, habt ihr die Aufgabe fertig. Pack and Playoffs die Finals gewinnen. Das ist natürlich ein Knackpunkt. Das ist aber das, wo ich gerade dran bin. Pack and Playoffs schön zocken, damit ich diese Aufgabe fertig habe. Als nächstes gewinne Multiplayer-Momente Herausforderung. Gibt's noch nicht. Also es gibt zwar die Momente Herausforderung, die gibt es jetzt, aber es gibt noch keine Multiplayer-Momente Herausforderung. Wird wahrscheinlich irgendwann noch kommen, Leute. Dann Schwein gehabt, habe ich geschafft, gewinne Pack and Playoffs, was ich euch gesagt habe, eine Runde komplett durchmachen, dann habt ihr diese Runde per Sweep gewonnen, wenn ihr dort keine Niederlage hattet. 4 Spiele hintereinander gewinnen und dann habt ihr diese Aufgabe fertig. Und dann noch 10 Spielerbelohnung, NBA 18 Nebensammlung, muss ich mir quasi noch ein paar Ruby-Spieler dort angeln. Ja, MSC-Spiele, jetzt wird es natürlich richtig hart. Ne? Vervollständige die Sammlung der historischen Logos der Eastern und Western Conference. Kann man schaffen, kann man kaufen im Auktionshaus. Dann bei Superbags Amethyst oder höher abschließen. Das ist echt schon hart.
Da werde ich aber mal sehen. Ich bin ja online zurzeit hier richtig dran und mir macht das halt richtig Spaß und mal sehen, wie weit ich da komme. Bei Pack and Playoffs, wo wir vorhin drinne waren, Board 5 freischalten. Also man muss das bis zu den Finals 5 Mal machen. Das zieht sich wirklich in die Länge. Aber auch das sollte mal klappen. Und dann noch aus der historischen Sammlung Trikots der Eastern und Western Conference vervollständigen. Da sollte man schon sehr, sehr gute Chancen haben. Eigentlich müsste es sogar klappen, wenn man die historische Domination komplett fertig gespielt hat. Aber da bin ich zurzeit auch noch dran. Und dann verdiene 20 Spielerbelohnungskarten. Das ist heftig. Hier sind 10, hier sind 20. Das wird heftig, Leute. Diamant. Was haben wir hier? Spielplanmodus, 20 Spielpläne komplett abschließen. Leute, 20 Spielpläne, aber guckt euch mal an, es gibt einen Diamant Steve Nash dafür, richtig der Wahnsinn. All-Time Domination. Ihr schaltet, wenn ihr die normale Domination gespielt habt, die historische Domination frei. Und danach schaltet ihr die All-Time Domination frei. Keine Angst, Leute, habe ich auch noch nicht geschafft. Da geht's dann natürlich richtig zur Sache und dort 6 Sterne holen. Quasi 2 Spiele, 3 Sterne machen oder ihr könnt alleine rechnen. Auf jeden Fall 6 Sterne holen. Dann bei Pack im Playoffs 10 Boards freischalten, also quasi komplett alle Boards freischalten. Dann, was haben wir noch drin? Verdiene alle 4 Season-Belohnungen in NBA My Team Superbacks. Da bin ich gespannt, weil ich habe quasi von Season 1 mir die Belohnung dort nicht ergattern können. Jetzt ist die Frage, ob damit die Sache für mich erledigt ist. Aber im Laufe von NBA 2K18 sollten natürlich mehr als 4 Seasons kommen. Aber ist auf jeden Fall eine knackige Aufgabe. Man muss richtig viele Punkte sich dort holen, um dort eine Seasons-Belohnung zu bekommen. Und dann 30 Belohnungskarten, richtig heftig. Und pinker Diamant, Shaquille O'Neal, die Karte werde ich, glaube ich, nie haben. Ich glaube, ich bin froh, wenn ich irgendwann mal Jermaine O'Neal schaffe. Aber ich sage mal, der Wille ist da, Leute. hier für Shaq müsst ihr Domination komplett spielen. Normale, historische und die All-Time-Domination. Alle Sterne holen. Dann bei Pack and Playoffs die Board 10 Belohnung holen. Es gibt pro Board gibt's immer eine besondere Belohnung und die müsst ihr euch dann holen. Dann Saisonpreis Supermax Pinker Diamant. Ist nicht ganz unmöglich, kann man wirklich schaffen, Leute. Dann erhalte alle Herausforderungstoken Belohnungskarten. Das ist eine Aufgabe, die einfach zeigt, dass man diese Karte nur zum Ende von NBA 2K18 kriegt. Und nicht, also quasi am Ende von 2K18, wenn quasi schon 2K19 angekündigt ist. Warum, zeige ich euch gleich mal. Und dann die Spielpläne von allen 30 Teams abschließen, auch richtig heftig. Also hier steht, erhalte alle Herausforderungsbelohnungskarten. Da gehen wir jetzt mal ganz kurz auf Spielen. Und ihr geht hier mal auf dann Herausforderungstoken. Das machen wir aber gleich. Wie kriegt ihr Herausforderungstoken? Haben wir schon gesagt, wöchentliche Herausforderungen. Hier gibt es mal 5 Stück. Die müsst ihr alle machen. Und dann kriegt ihr dann Herausforderungstoken. Ich habe jetzt 2 für Bruce Bowen und habe bis jetzt auch jeden Herausforderungstoken geholt. Also sollte das eigentlich bis jetzt alles gut aussehen. Bei den ersten 5 Token gab es ja Brown, richtig geile Karte, Point Guard von den Celtics, 85er Wertung, glaube ich. Ist eine Karte, die lohnt sich auf jeden Fall. Ist so auch so eine kleine Dunking-Maschine, so eine kleine Flitze-People, die auch mal einfach über einen Center rüberspringt. Solltet euch nicht durch die Lappen gehen lassen. Wie gesagt, als nächstes gibt's Bruce Bowen, freue ich mich richtig drauf, muss ich aber halt auch noch, wie ihr, 3 Wochen mindestens warten. Ja, hier, wie gesagt, die bösen Spielplan-Herausforderungen, hier sind sie alle, 30 Stück an der Zahl. Und ich gebe euch gleich mal einen kleinen Tipp, sucht euch am besten eine Spielplan-Herausforderung raus, wenn ihr die abschließen wollt, wo ihr sehr viel Spieler schon von habt, von dem jeweiligen Team. Weil es kommt ab einer gewissen Stufe, nämlich der Fall, wie jetzt hier bei den 76ers, hier steht da, es gibt keine Restriction for this Challenge. Das ist aber eine Lüge. Ihr müsst hier bereits mindestens 4 oder 5 Spieler der 76ers haben. Und das habe ich jetzt nämlich schlau gemacht bei anderen, gilt für jede Spielplanherausforderung. Und ich bin gespannt, wie gesagt, ich bin jetzt hier bei den 76ers, gerade mal bei 12 von 30. Umso höher ihr kommt, umso mehr Spieler des jeweiligen Teams müsst ihr haben. Deshalb sucht euch ein Team aus, wo ihr schon viele Spieler habt, damit ihr das dann auch zu Ende bringen könnt. Aber wie gesagt, ich finde es richtig heftig und richtig schwer. Ich habe mich richtig gefreut, wo dieser Modus angekündigt wurde und dann auch erschienen ist. Ich finde es aber zu schwer. Guckt mal euch an hier. Ich bin bei Herausforderung. Also 11 von 30 habe ich erledigt. Und ich glaube, ab 8 war auf All-Star gewesen. Es ist echt heftig. Also ich muss einfach sagen, dafür bin ich da wahrscheinlich auch nicht gut genug. Habe bei manchen Herausforderungen wirklich mehr als 1-2 Anläufe gebraucht, Leute.
Ja, und wie ihr seht, ich bin halt online jetzt ein bisschen am Start. Bei Domination hänge ich jetzt halt noch bei der historischen Domination. Ich weiß gar nicht, das wievielte Spiel das jetzt ist. 18 von 33 gegen die Lakers. Ja, es ist halt von den MT, ihr seht es, 850, das ist wirklich zu schaffen, Leute. Also das muss ich wirklich sagen. Bei MT ist bei mir nur so ein bisschen das Problem, ich muss halt rinkommen erst wieder auf die Spielweise, wie man halt in Domination spielt. Ihr braucht schön eure Assists, ihr müsst eure Rebounds holen und was weiß ich nicht, alle schön Blocks machen und dadurch kriegt ihr natürlich schön Punkte. Aber da geht es den Menschen wie den Leuten, Domination ist nicht so einfach. Ja, darum sollte es mir heute gehen. Kleines Infovideo und Roy Hibbert, den ich mir geholt habe. Ich werde mit dem spielen und euch dann mal ein bisschen genauer sagen, wie er so von der Art und Weise ist. Da werde ich dann nicht mal mehr dazu sagen können. Und mir ging es halt darum, dass wir mal über diese Ziele hier reden und dass ich euch vielleicht ein bisschen weiterhelfen konnte bei bestimmten Aufgaben, wo ihr sagt, was ist damit jetzt eigentlich gemeint? Weil mir persönlich ging es dort manchmal so, was ist damit gemeint? Und da wollte ich dann einfach mal mit euch drüber reden. Ja, das soll es gewesen sein. Wir blenden mal die Karte ein, weil das mein großes Ziel bei NBA 2K18. Den würde ich mir holen, auf jeden Fall. Und würde einfach mal sagen, ich danke euch vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst ruhig mal einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Tutorial-Videos von 2K18 hier gefallen. Dann werde ich mir definitiv auch dort noch ein paar andere Sachen überlegen, wo es vielleicht ein paar Fragen gibt, speziell jetzt auf den Modus mein Team bezogen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich danke euch vielmals, dass ihr eingeschaltet habt und würde einfach sagen, wir sehen uns dann an anderer Stelle wieder. Wie gesagt, WWE 2K18 mache ich noch schöne Videos, WWE Supercard, Gaming allgemein. Schaut euch auf meinem Kanal ruhig um. Lasst einen Daumen da, abonniert mich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, würde ich mich richtig drüber freuen. Und dann sehen wir uns an anderer Stelle wieder. Leute, macht's gut. Ciao.